natürlich ein Wurf, den du streicheln kannst. Da geht es sicherlich noch weiter. Die 1500 Meter der Frauen. Und da gilt es eben, eine Frau zu beachten. Und wir gehen jetzt mal mit der Kamera ganz weit rüber an den grazilen Damen. Da ist Diana Zujev. Auch sie ist schon 408,17 gelaufen in Neustadt in dieser Saison. Die 26-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt, die ja von Georg Schmitz trainiert wird. 405,62, das wäre eine Zeit, die sie laufen muss. Die WM-Norm, die hat sie nämlich noch nicht, die 407,50. Und da haben wir sie, Constanze Klosterhalfen. 20 Jahre ist sie erst alt. 3,59,30 in Rom beim Diamond League Meeting. Dritte war sie da hinter Sifa Tassan und Chebet, deutscher Rekord, U23. Wahnsinnszeit und ihre Leistungsentwicklung über die 1500 Meter von 409,58 2015 auf jetzt 3,59,30. Und ihr Trainer Sebastian Weiß sagt, das ist auch dem Höhentraining geschuldet. Zweimal waren sie in der Vorbereitung auf diese Saison da oben. Und sie wird dieses Rennen, wenn da nichts dazwischen kommt, sie stolpern sollte, auch gewinnen, schon im Vorlauf 4:11. Da war sie 6 Sekunden schneller als alle anderen. Also Diana Zujev jetzt vorne, macht die Pace. Dahinter Constanze Klosterhalfen, wie gesagt, die Nummer 2 in der deutschen Liste. Hanna Klein ist ja die 5000 gelaufen, haben wir ja vorhin gesehen. Dort im Sport verloren gegen Gesa Felicitas Krause. Und was Klosterhalfen ausmacht, die kann schon mal die ersten 400 Meter in der 60er-Zeit angehen, beherrscht alles. Das Einzige, was eben ihr Trainer noch sagt, das Manko, was sie hat, ist Spurten. Lange Spurts kann sie ziehen, 800 Meter, 600 Meter, 400 Meter, die Ellenbogen ausfahren. Ist schon mal auf den letzten 1500 Meter, letzte Runde auch in 60,59 gelaufen. Aber eben um die Nummer 1 in der Welt, Sifan Hassad, die Niederländerin, die an Hengelo 3,56,14 gelaufen ist, um die zu schlagen. Das ist nicht mehr viel, 3 Sekunden. Und alle Titel sind ja in den letzten Jahren bei Olympia als auch bei der WM so um die 4,08 weggegangen. Viele, viele Zahlen. Aber um mal ein bisschen das einzuordnen, diese Leistung von Constanze Klosterhalfen, der das jetzt schon da vorne zu langweilig wird. Diana Zujev dahinter. Und Denise Krebs vom TV Wattenscheid, die 30-Jährige, als Dritte. Sieht alles so leicht aus bei ihr, oder Peter? Kann man wohl sagen, sie ist ja auch federleicht. Und sie will hier sicherlich nicht auf Bestzeit gehen. Denn bei diesen Bedingungen und bei dieser Konkurrenz ist das natürlich etwas ganz, ganz anderes, als wenn man in der Diamond League mal so die 4 Minuten unterbietet. Da habe ich wirklich auch erstmal Atem geholt. So etwas ist eine Leistung, die eine Deutsche seit ewigen Zeiten nicht mehr gebracht hat. Jetzt ist sie weg, glaube ich. Jetzt holt sie keine mehr ein. Wir haben ja da eine ganze Menge Optionen auf den Mittelstrecken und auf den Langstrecken. 1500, 5000. Und ihr Spektrum ist ja auch wahnsinnig. Zwischen 800 und 5000. Was denkst du, wird sie sich für London aufheben? 1500 definitiv, auch wenn ihr Trainer sagt, mittelfristig will sie auf die 5000, weil sie eben eine unglaubliche Ausdauerleistungsfähigkeit besitzt. Das ist ein Phänomen, sagt er, aber die Konkurrenz auf dieser Strecke, die ist natürlich brutal. 5000 ist sie in dieser Saison auch schon unter 15 Minuten gelaufen, 14,51, aber eben da laufen die Kenianer und die Äthiopierinnen so um die 14,15, also das ist natürlich noch ein paar Welten. 1500 würde ich sagen, für sie momentan die Idealstrecke. Letzte Runde, 2,58 geht sie durch. Und mal schauen, was jetzt hinten raus noch draufpackt, ob sie das locker angeht. Denn sie wird ja bei den U23-Europameisterschaften starten. Sie hat eben nicht verzichtet hier in Erfurt. Und jetzt zieht sie nochmal an, nimmt den Trainingseffekt nochmal mit. Und sie wackelt nicht so sehr mit dem Oberkörper, beziehungsweise auch mit dem Kopf. So ein bisschen wie Paula Radcliffe früher. Auch da hat man dran gearbeitet. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass sie dann ein bisschen müde wird, beziehungsweise dass es hart wird. Aber die Ellenbogen weit ausgefahren. Das brauchst du auch im internationalen Feld. Diana Zujev an 2. Denise Krebs kämpft da hinten um Rang 3. Aber diese Frau hier, Jojo. Ich denke, sie will hier versuchen, unter 4:10 zu laufen, vielleicht sogar in Richtung des Meisterschaftsrekords, 4:06,50.
könnte ihr gelingen. Also im letzten Jahr war sie ja schon deutsche Meisterin mit 407,92. Super also, Zeit. Unter vier das Minuten. Wahnsinn. Also da können Sie mal ausrechnen, was die dann für eine letzte Runde da hingelegt hat. Also das war ein Steigerungslauf. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass diese Zeit rausspringt. Das ist ja exakt die Zeit 3,59, die sie in der Diamond League hingelegt hat. Also eine 60er-Runde am Ende nochmal. Ein Solo hier. 3,59,58 und das mit 20 Jahren. Trotz der Hitze, trotz der fehlenden Konkurrenz hier und weil es ein Meisterschaftsrennen ist, wir haben uns fast schon daran gewöhnt, dass es hier nur um den Titel geht und nicht um eine gute Zeit, bei vielen Rennen zumindest. Und dann läuft die hier ja, ganz allein, ein Solo, das unglaublich ist. Kann es selbst nicht fassen. Also Diana Sujew zur Vervollständigung auf Rang 2, 14,71. Julia Kick von der LGT des Finanz Regensburg holt sich Rang 3, also auch noch das Podium mit 14,90. Neuer persönlicher Bestleistung, aber sie ist einfach, diese Frau ist ja das Gesicht auf der Strecke. Wahnsinn, was eben Constanze Klosterhalfen, die ja mit 12 Jahren zum Laufen gekommen ist, hat sich dann eben auf diese Strecken spezialisiert. Sportjournalismus studiert sie in Köln, privat. Kurz ein bisschen durchpusten, hier in unmittelbarer Nähe unserer Kamera, aber schon durchgeatmet hat Constanze Klosterhalfen, genau wie Timo den deutschen Meistertitel verteidigt. Herzlichen Glückwunsch. Taktische Rennen sind nicht unbedingt Ihre Sache, oder? Wer rennt bei einer Meisterschaft schon unter 4 Minuten? Ja, vielen Dank erstmal. Ja, eigentlich war das schon taktisch gedacht, aber ja, ist dann doch ein bisschen schneller geworden und ja. Aber ist das die Lust an der Geschwindigkeit oder weil es hier so schön heiß ist oder weil Sie sagen, ich muss auch wieder ein Zeichen setzen gegenüber der afrikanischen Konkurrenz? Nee, irgendwie bin ich einfach gelaufen und wollte halt heute hier gewinnen und ja, die Zeit war eigentlich gar nicht so wichtig und ich hätte nie gedacht, dass es so eine Zeit dabei rauskommt. Sie sind Nummer 3 in der ewigen deutschen Bestenliste. Die anderen unter 4 Zeiten sind alle aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Was hat sich geändert bei Ihnen? Was haben Sie anders gemacht, dass Sie jetzt in solche Sphären vorstoßen und auch bei der Diamond League mal eben Dritte werden? Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, das ist einfach das Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit, des Trainings. Und ja, wir haben dieses Jahr nochmal neue Reize mit Höhentrainingslagern gesetzt. Und ja, ja, vielen Dank an das ganze Team auch und ja. Das war für Sie das erste Mal in der Höhe und dann gleich zweimal. Ist Ihnen das gut bekommen? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Also wir waren im Januar einmal und im März und habe ich ganz gut verkraftet. Okay. Und was erwarten Sie jetzt für London? Natürlich bekommen Sie jetzt ganz viel Vorschusslorbeeren. Die Medien machen einen Hype um die schnellste Weiße womöglich in Anführungszeichen. Haben Sie jetzt auch schon einen Medienberater, der Ihnen sagt, wie Sie damit umgehen sollen? Das ist hier nicht das einzige Interview heute. Ja, nee, ich probiere mich jetzt erstmal noch auf nächste Woche, auf die U23-EM zu konzentrieren. Und danach geht es dann noch mal kurz ins Training, bevor ich mich dann auf London fokussiere. Und ja, ich habe gute Leute, die mich da alles so ein bisschen von abschotten. Und dann hoffe ich, klappt das auch. Okay, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, sowohl für die Arbeit neben der Bahn, aber natürlich fürs Training im Hinblick auf London. Und da auch ganz viel Glück, aber auch bei der U23. Alles Gute, Constanze. Vielen Dank. Tschüss. Und wir machen den fliegenden Wechsel.